Da kann jeder mitschauen. Da haben wir unser rechtwinkliges Dreieck. A, B, C. Da haben wir die Höhe H. Da haben wir die Seite B, die Seite A und die Seite C haben wir aufgeteilt in diese beiden Abschnitte P und Q. Wenn man das jetzt nämlich sich anschaut, warum das Abschnitte heißt, wahrscheinlich deswegen. Und schon sind sie abgeschnitten. Dann sehen wir, wie das funktioniert. Das können wir gerne nachrechnen. Das Quadrat über der Seite B ist genauso groß wie der Abschnitt von dem P mal C. Und das Quadrat über der Seite A ist genauso groß wie das Rechteck über dem Abschnitt Q. Q mal C. Das nennt sich Kathetensatz.